Clownesspitze, kann man sagen. Also auf jeden Fall, was das Sticken angeht. Seit dem 19. Jahrhundert boomt da das textile Verzieren in der Stadt im Vogtland. Erst von Hand, später ging es dann um das maschinelle Sticken. Und das ist mit einem Namen verbunden, Albert Vogt. Er baute die ersten sächsischen Stickereimaschinen. Und er ist einer der vielen Erfinder, die Sachsen im 19. Jahrhundert zum Zentrum der Textilindustrie und des Maschinenbaus gemacht haben. Heute vor 125 Jahren, nochmal, heute vor 125 Jahren, so, ist Albert Vogt gestorben. Das Kalenderblatt von Hartmut Schade spricht Conny Wolter. Klammheimlich, bei Nacht und dem am Bodensee häufigen Nebel, habe Albert Vogt die Stickereimaschinen aus der Schweiz mit einem Ruderboot nach Deutschland geschmuggelt. So will es eine vogtländische Überlieferung. Tatsächlich war Vogt lange vor den Kisten bereits wieder in Sachsen zurück. Schreibt Heino Strobel in seiner Studie über die Anfänge der Maschinenstickerei im Vogtland. Die beginnt durchaus kriminell mit Industriespionage. 1855 bekommt der Oberlehrer an der Plauener Gewerbeschule Friedrich Kohl eine Studienreise zur Weltausstellung nach Paris genehmigt, verbunden mit der Auflage, sich in der Schweiz die Maschinenstickerei anzusehen. Über diese Beobachtungen berichtete Kohl sehr detailliert mit Vergleichen der Arbeitsproduktivität zur Handstickerei und gab die dringende Empfehlung, man möge bald auch in Sachsen Stickmaschinen aufstellen. Nur wollen die Schweizer ihren technologischen Vorsprung nicht aus der Hand geben. Und so kommt keine Maschine nach Sachsen. Dem mittlerweile an die Chemnitzer Gewerbeschule gewechselten Koch fällt dort der Student Albert Vogt auf, der ein paar Jahre in der Schweiz gearbeitet hat. Diesen fragt er, ob er es sich zutrauen würde, für einen ihm bekannten Textilfabrikanten aus der Schweiz eine Stickmaschine zu beschaffen. Es solle ihm auch zum Vorteil gereichen. Der 1829 geborene Albert Vogt ist Drechsler und Mechaniker, lernt auf der Walz in St. Gallen die Stickereimaschinen kennen, kehrt nach Sachsen zurück und beginnt als 13. Schüler ein Studium an der Mechanischen Baugewerke- und Werkmeisterschule in Chemnitz. Mit reichlich Geld von der Plauner Firma Schnorr und Steinhäuser versehen, reist er nun erneut in die Schweiz und kauft dort zwei Maschinen. Die bringt Albert Vogt zwar nicht mit dem Ruderboot über den Bodensee, aber klammheimlich geschieht das schon, schreibt Heino Strobel. Die Kisten gelangten jedenfalls unbemerkt am Zoll vorbei, von der Ostschweiz über den Bodensee nach Bayern. Und von dort nach Plauen. Damit beginnt die Geschichte der Plauener Stickerei und der Aufstieg Albert Vogts zum Unternehmer und Erfinder. 1860 gründet er seine eigene Stickereimaschinenfabrik mit dem Geld seiner Schwägerin und technischer Unterstützung seiner Frau Rosa. Ich habe im Laufe der Zeit an die 2000 hauptsächlich für Leib- und Bettwäsche geeignete Muster entworfen, teils für unseren eigenen Bedarf, teils für kleinere Stickereibetriebe, in denen nur 4 bis 6 Maschinen liefen. Das Unternehmen boomt. Nicht nur Stickereimaschinen verlassen die Werkhallen an der Zwickauer Straße in Chemnitz, auch Schreibmaschinen, Strumpfwirkstühle, Strickmaschinen und die erste deutsche Tüllmaschine. In der Weltwirtschaftskrise geht die Firma pleite. Doch noch immer erinnert eine der größten in Deutschland gebauten hölzernen Galeriehallen an die Glanzzeiten von Albert Vogts Firma und der Vogtsche Park, den Albert Vogt Chemnitz schenkte.